Hallo, ich bin der Ralf von den WikiGeeks und ich habe in den letzten Tagen viel an meinem Podcast-Equipment rumgebastelt. Und da es einige Nachfragen gab, was eigentlich wie gelöst wird, dachte ich, es wäre vielleicht einfach mal eine ganz clevere Idee dass ich mal mein komplettes digital-analog-Setup mal durchgehe und in verschiedenen Screencast-Folgen mal versuche zu erklären, wie man sowas eigentlich aneinander schraubt. Das dabei verwendete Equipment soll gar nicht so rasend aufwendig sein. Wir haben hier einen Mac-Notebook. Wir haben hier... Ein relativ kleines, übersichtliches Audio-Interface über USB 2.0 angeschlossen, einen kleinen Kopfhörerverstärker, diverse Headsets, eine Wiimote, ein iPad. Und das war es eigentlich auch schon. Der ganze Rest findet in Software statt. Das heißt also, wenn man sich andere Studios anguckt, ist das insgesamt eigentlich recht mobil und recht übersichtlich. Ausgangspunkt der ganzen Aktion war übrigens, das unser altes Mischpult, das äh, Alesis Firewire hier, seinen Geist aufgegeben hat, zumindest der Firewire-Port, und ich von daher äh, mehr oder weniger notgedrungen schauen musste, was eigentlich hier äh, mit meinem kleinen Zweitmixer noch so geht. Den ich eigentlich für rein mobile Zwecke angeschafft hatte und jetzt gemerkt habe, das ist ja gar nicht übel. Was will ich insgesamt alles behandeln? Ich habe mir jetzt rausgesucht, das quasi maximal komplizierte Aufnahmesetup, mit dem wir es bei den WikiGeeks im Moment so derzeit zu tun haben. Das wäre also zum einen eine klassische Mehrspuraufnahme mit Reaper mit jetzt bis zu sechs Headsets, die angeschlossen werden können und die alle schön diskret auf einzelnen Spuren landen, hier auch mal farblich etwas auseinandergehalten. Aus Reaper heraus werden wir produzieren Kapitelmarken, und zwar automatisiert über die Wiimote, was wir wiederum mittels einer Software bewerkstelligen, die Osculator heißt, womit wir die Wiimote entsprechend ansteuern können. Eine weitere sehr praxisnahe Funktion wird sein, über die Wiimotes äh, die sogenannten Reusper-Tasten umzusetzen. Das heißt also, dass äh, wenn ich einen Taster gedrückt halte, währenddessen meine Aufnahmespur gemutet, also stumm geschaltet wird, aber auch nur meine Spur, während alle anderen in der Runde weiterreden können. Dann werden wir uns beschäftigen ein bisschen mit Mexer logik und wie sie im Mac umgesetzt ist. Äh, unter anderem in dem Kontext auch Hauptgeräte oder aggregierte Audio-Devices und wie da eigentlich so die Spielregeln sind. Eine weitere Ebene kriegen wir an Komplexität rein, wenn wir noch externe Sounds zuspielen. In dem Fall hier über die Software Soundboard. Das Ganze wird dann noch über das iPad ferngesteuert, damit ich das Ganze also auch quer im Raum verteilen kann. Auch das landet in unserem Gesamtmix. Und die letzte Stufe oder die vorletzte Stufe ist dann, dass wir das Ganze noch mit einem Skype-Partner verbinden. Das heißt also hier haben wir die klassische Skype N-1 Schalte, die wir hier digital durchs MacBook durchlegen und die Krönung des Ganzen und der logische Abschluss ist dann das Ganze über Nicecast in die Welt hinauszusenden. Diese ganzen Softwarekomponenten sind äh, auf den ersten Blick dann doch jetzt etwas äh, überwältigend und sind, das sieht man vielleicht auch schon, auch von ihrer GUI und Bedienung her ähm, alle so mittelsexy. Wenn man allerdings einmal das Setup sich ein bisschen zusammengeschraubt hat und ein bisschen verinnerlicht hat, was eigentlich, warum, wie funktioniert, ist es eigentlich gar nicht mehr so schlimm und man hat das dann also sehr schnell eigentlich pro Sendung als Preset alles wieder hervorholbar. Und. Äh, ja, im Sinn dieser kleinen Reihe soll eigentlich sein, äh, euch allen das äh, Rumprobieren zu ersparen und schon ein bisschen Best Practice an die Hand zu geben. Als wir bei den Wikigeeks angefangen haben, uns dann doch ein bisschen intensiver mit Technik zu beschäftigen, hat mir enorm geholfen der Podcast vom Tim Britloff, der Lautsprecher. Ähm, von daher soll jetzt dieser Screencast auch äh, gar nicht... Irgendwie als Konkurrenz auftreten, sondern einfach ein bisschen komplementär sich daneben gesellen, weil es gibt einfach Dinge, die kann man sehr gut äh, im Ton erläutern und Dinge, für die muss man schon eher ein Bild sehen, gerade wenn es um Softwarebedienung geht. Von daher würde ich also anraten, äh, beides wirklich komplementär eigentlich äh, sich anzuschauen und anzuhören, insbesondere also die älteren Folgen vom lautsprecher, wo es also um äh, der gute ton beispielsweise geht, äh, mikrofonierung, äh, wie sieht das mit den headsets eigentlich aus? was ist der unterschied vom dynamischen mikrofon zu einem kondensator? Äh, die folge, die legendäre folge nummer vier über die mischpulte, die jetzt hier äh, äh, entsorgt wurden. <laughs> äh, das alles macht äh, schon total sinn, sich anzuhören. und äh, in diesem screencast, geht es dann also eigentlich eher nicht so um die Grundlagen des Podcastings oder die Datenformate, sondern wirklich hands-on mit den verschiedenen Software-Tools. Das Ganze ist ersichtlich jetzt ziemlich zugeschnitten auf unsere konkrete Aufnahmesituation. Ich werde versuchen, in den Einzelfolgen mal ein bisschen davon zu abstrahieren. Ähm, dass man das meiste auch ohne Reaper machen kann, äh, dürfte klar sein. Garageband allerdings ist dann wahrscheinlich etwas unterdimensioniert für vieles, was wir hier machen. Genauso läuft natürlich auch vieles auf Windows. Es muss nicht unbedingt ein Mac sein. Die ähm, Pendants zu vielen der Tools hier wird man vermutlich auch irgendwo in der Windows-Welt finden, aber das mag dann irgendwie anders zusammentragen. Gut, das soll für diese Nuller-Folge jetzt mal ausreichen. Und äh, ich fange dann mal an mit der ersten richtigen Folge und wünsche ansonsten viel Spaß.